Hallo liebe Gamer, es bricht eine neue Ära an, und zwar in der traditionsreichen Japano-Rollenspielserie Yakuza von Sega. Warum genau, das verraten wir euch in diesem Video, also bleibt dran! Es erscheint bald der 7. Teil der Yakuza-Hauptserie, und zwar der Titel Like a Dragon, was so viel bedeutet wie ein Drache. Interessant ist es deswegen, weil die Serie im Japanischen Ryuga Gotoku heißt, was so viel bedeutet wie ein Drache. Im Japanischen hat er den Untertitel Hikari to Yami no Yukue, und das heißt der Aufenthaltsort von Licht und Dunkelheit. Klingt schon mal vielversprechend. Es wird am 16. Januar in Japan erscheinen. Ein westlicher Erscheinungstermin ist für ungefähr 2021 geplant. Frühjahr, vielleicht auch Sommer, das steht noch nicht ganz klar. Aktuell gibt es eine spielbare Demo im japanischen PlayStation Store, und diese haben wir heute unter die Lupe genommen. Erstmal kurz zur Story. Der Held der bisherigen Teile, Kiryu Kazuma, hat jetzt abgedankt, und es gibt einen neuen Protagonist. Dieser heißt Ichiban Kasuga und der gibt in diesem Teil sein Debüt. Der Schöpfer der Yakuza-Serie, Toshihiro Nagoshi, betont auch die unterschiedliche Persönlichkeit von Ichiban Kasuga, der sehr viel offener und emotionaler sein soll im Vergleich zu seinem Vorgänger Kazuma Kiryu, der eigentlich recht stoisch und verschlossen war. In der Demo ist von der Story jetzt natürlich noch nicht sehr viel zu sehen, aber die Vollversion bietet natürlich ganz Yakuza-typisch wieder total verstrickte Handlungsstränge. Ichiban ist nämlich unschuldig für ein Verbrechen im Gefängnis gewesen, um seine Schuld bei seinem Yakuza-Familienoberhaupt zu begleichen. 18 Jahre später wird er aus dem Gefängnis entlassen, ihn erwartet aber leider kein Dank, sondern eher Verrat, da er dann sogar von seinem Familienoberhaupt noch angeschossen wird. Verletzt landet er dann in Yokohama, wo er sich dann erstmal von ganz unten wieder hochkämpfen muss. Beim ersten Anspielen der Demo gab es ehrlich gesagt etliche What-the-fuck-Momente. Ichiban landet ja in Yokohama, verletzt, findet dort erstmal ein paar Freunde, und die erste Aufgabe besteht darin, eine Arbeit zu finden. Eines Tages läuft er dann mit seinen Freunden durch die Gegend und die finden einen mysteriösen Baseballschläger im Boden, den seine Freunde aber leider nicht bewegen können, aber er zieht ihn dann problemlos aus dem Boden. Und weil er selber großer Dragon Quest Fan ist, erlangt er dann die Berufsklasse Held. In Like a Dragon gibt es auch mehrere Jobklassen. Diese verleihen dann ihren Charakteren unterschiedliche Fähigkeiten je nach Jobklasse. Zum Beispiel gibt es Büroangestellte, bei denen man dann mit Büromaterial die Gegner bewirft. Oder eine Tänzerklasse, bei der man dann mit Breakdance, Beinarbeit Schaden verteilen kann. In der Vollversion soll es dann auch wieder mehrere Schauplätze geben, unter anderem auch wieder das bekannte Kamurocho. In dieser Demo ist lediglich ein Schauplatz zu sehen, und zwar Ijincho Town in Isesaki, Yokohama. Diese Gegend könnt ihr frei erkunden, Minispiele spielen und so weiter. Apropos Minispiele, es gibt einiges Neues in Yakuza 7, was es bisher noch nicht gab. Und zwar ein extrem stark an Mario Kart erinnertes Rennen, das Kart Racing. Und dann gibt es eine Aufgabe, wo ihr dann Leergut, sozusagen leere Dosen, sammelt auf dem Fahrrad. Und jetzt kommen wir zu der interessantesten Neuerung bei Yakuza. Denn es gab ja viele Jahre lang Kritik, Yakuza würde immer alles nur aufwärmen und nichts Neues bieten. In diesem Teil wird vieles ganz anders. Und zwar das Kampfsystem, so wie man es kennt, wird es nicht mehr geben. Denn in diesem Teil nehmt ihr es mit euren Gegnern und Schläger in einem rundenbasierten Kampfsystem im JRPG-Stil auf. Das Kampfsystem ist völlig abgedreht. Die Benutzeroberfläche erinnert ein wenig an Persona 5. Es gibt Kategorien in der obersten Ebene mit Untermenüs, durch die ihr euch dann wählen könnt und wo ihr dann eure Schläge auswählt oder eure Items. Ihr könnt jeden Schlag dann per Knopfdruck selbst auswählen, für jeden Charakter einzeln der Runde nach, oder ihr könnt einfach das Spiel selbst kämpfen lassen, und dann läuft der Kampf automatisiert ab.
Ichiban ist auch nicht alleine unterwegs, sondern immer mit seinen Freunden und gekämpft wird meistens in der Vierergruppe. Und das ist auch ein großes Thema bei Yakuza 7, die Freundschaften knüpfen und diese zu verbessern. Denn geht ihr zum Beispiel mit diesen Freunden dann essen oder macht mit ihnen zusammen Minispiele, dann verbessert sich die Freundschaft und das kann dann auch zu einer Steigerung der Fähigkeiten im Kampf führen. Was auch erstmalig bei Yakuza ist, es gibt eine Frau als Kämpferin im Team. Weibliche Charaktere gab es bei Yakuza schon öfter, allerdings immer nur als Nebendarstellerinnen oder als hübsche Damen in Hostessenclubs. Diesmal stehen sie euch aber auch im Kampf zur Seite. Was auch schön ist, ist, dass je fester eine Freundschaft wird zu seinen Kumpels, dann später auch mächtige kooperative Angriffsfähigkeiten freigeschalten werden, die sogenannten Bond-Skills. Und es gibt auch wirklich abartige und aufwendige Spezialangriffe. Zum Beispiel ein Angriff, da ruft Ichiban per Handy Unterstützung zu Hilfe. Das erinnert irgendwie ein bisschen an einen Sam aus Final Fantasy, denn plötzlich kommt irgendwie aus heiterem Himmel ein dicker Muskelprotz angeflogen und macht einfach seine Gegner platt. Ein anderer Spezialangriff zum Beispiel ist, einer seiner Freunde nimmt einen Schluck aus Gott weiß was aus einer Flasche und entfacht damit ein Höllenfeuer und spuckt das auf die unglücklichen Gangstergegner. Ungewohnt für ein Yakuza-Spiel, aber die Kämpfe fühlen sich irgendwie frisch und dynamisch an. Die Kamera wechselt reibungslos zwischen den Kämpfern. Alles spielt sich relativ schnell ab. Es gibt die Übergänge von Erkundung zu Kämpfen. Die stören relativ wenig. Und es ist einfach eine lustige und neue Wendung im Kampfstil eines Yakuza-Spiels. Ja, es ist definitiv eine große Wende und eine neue Ära in der Yakuza-Reihe. Es ist ein sehr gewagtes und abgedrehtes Kampfsystem, das auf den ersten Blick aber erfrischend und lustig ist. Es gibt die altbekannte Open World, die jetzt in der Demo natürlich noch relativ klein und überschaubar ist. Sie ist aber voll mit Details und Nebenbeschäftigungen. Die Grafik ist leider inzwischen nicht mehr ganz zeitgemäß. Eigentlich war die Yakuza-Serie grafikmäßig ja immer relativ vorne mit dabei. Es hat sich aber seit vielen Jahren nichts getan und nichts weiterentwickelt, so dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Die Beleuchtung ist außerdem irgendwie unrealistisch. Die Mimik der Charaktere ist auch überholt. Sie wirkt einfach viel zu steif und leblos. Und wenn wir jetzt in die Zukunft denken, PS5-Zeiten, es muss technisch heutzutage einfach mehr drin sein. Was das Spiel im Großen und Ganzen betrifft, mit der Änderung des Kampfsystems, mit einem komplett neuen Helden und neuer Story, es bleibt abzuwarten, ob diese Änderungen als positiv angenommen werden oder Fans der Serie vor den Kopf stoßen. Uns hat die Demo auf jeden Fall viel Spaß gemacht, es war lustig, es war interessant, sie zu spielen. Wir sind sehr gespannt auf das Spiel, wenn es dann rauskommt. Und sobald es da ist, werden wir es natürlich für euch testen und euch weitere Infos geben. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. In dem Fall lasst gerne ein Gefällt mir und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin!